Marcel, ein hartes Stück Arbeit, jetzt ist das Spiel durch, zum Ende doch noch 1:0, nachdem du den Ball an Pfosten gesetzt hast. Wie waren die ersten 90 Minuten im Hansa-Trikot? Ja, war super. War ein gutes Gefühl, wieder mal 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, hat Spaß gemacht. Natürlich hat noch nicht alles geklappt, die Abläufe müssen sich erst wieder finden, aber ich denke, es war in Ordnung. Ich habe wieder im konditionellen Bereich viel gearbeitet. Und ja, zum Glück ist das Ding zum Schluss noch über die Linie gerutscht. War ein schwerer Gegner. Sie waren hoch motiviert und sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Dann war es natürlich auch heiß. Aber ich denke, wir haben es ganz ordentlich gemacht, haben den Gegner laufen lassen und ja, dann verdient zum Schluss noch das Tor gemacht. Du warst in der zweiten Halbzeit der auffälligste Akteur, hast einen Ball draufgesetzt, den der Keeper noch halten konnte. Dann Freistoß knapp vorbei. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr wolltet doch unbedingt zum Schluss nochmal den Sieg erzwingen. Ja, natürlich will man. Man will immer gewinnen. Also gerade wenn man als Favorit in so ein Spiel geht, denke ich, dass es immer das Ziel ist, zu gewinnen. Und ja, wir haben auch von Trainer auf mit auf den Weg bekommen, dass wir Abschlüsse suchen sollen, auch aus der zweiten Reihe. Und ich denke, das haben wir in der zweiten Halbzeit ganz gut umgesetzt. Ja. Als nächstes steht das DFB-Pokalspiel gegen Hertha auf dem Plan. War das auch mal wichtig, jetzt nochmal so zu testen, damit ihr euch ein bisschen einspielen könnt? Ja, natürlich. Also so eine Tests sind immer wichtig. Gerade auch für mich jetzt, dass ich nochmal spielen konnte mit der Mannschaft vor dem ersten richtigen Pflichtspiel. Und ja, ich habe ein ganz gutes Gefühl, auch die beiden Trainingseinheiten heute Morgen und gestern, die ich mitmachen durfte. Ich habe ein ganz gutes Gefühl mit der Truppe. Ja. Viel Erfolg, Marcel. Danke. Vladi, war schön, dich heute wieder auf dem Platz zu sehen. Du warst dabei nach deiner Verletzungspause. Wie war es denn für dich? Ja, war anstrengend, aber habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Hat leider nur 45 Minuten gereicht, aber ist okay. Bin zufrieden. Wir hatten das Gefühl, dass du besonders motiviert warst. Hast immer die Bälle gefordert, viel mit deinen Teamkameraden gesprochen. War das so? Ja. Ja, schon. Ich muss ja auch versuchen, wieder da reinzukommen, die Ballsicherheit zu bekommen, am Spiel teilzunehmen und das war mein Ziel. Wie fandest du den Gegner? Also ich fand, die haben körperlich gut dagegen gehalten, oder? Ja, die waren hoch motiviert, haben auch gut verteidigt und ja, da hat halt leider nur für ein 1-0 gereicht, aber das reicht, denke ich mal, aus. Ich glaube, der Test kam dir auch ganz gelegen, dass du auch mal Spielpraxis außerhalb des Liga-Wettkampfs sammeln konntest. Ja, genau. War, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt nicht so ein hohes Niveau war, also vom Gegner her. Und deswegen hat es gepasst. Danke dir.